Schlagerparadies. Herzlich willkommen zum gefilmten Interview. So ein Interview macht ja nur Sinn, wenn man auch einen Gesprächspartner hat. Den habe ich. Nick P. ist heute hier bei mir auf der Couch. Richtig. Du bist nicht alleine gekommen. Du hast nämlich dein neues Album dabei. Seelenrausch heißt es. Wie bist du auf diesen Namen gekommen? Du musst dir vorstellen, wenn ich Songs schreibe, dann liegen diese Songs von mir in Form von Texten und versuche dann auf diese Texte eine Komposition zu setzen, eine Melodie zu schreiben. Und wenn ich dann diese Melodie habe, dann versuche ich auf diese Melodie diesen Text zu interpretieren. Und wenn das für mich dann irgendwie stimmig ist, wenn mich der Text und die Melodie dann selbst berührt, dann weiß ich, jetzt hat der Song eine Seele bekommen. Jetzt ist das Ganze irgendwie stimmig. Und wenn man dann 14 Songs schreibt, dann kann man sich vorstellen, in welchem Seelenrausch man sich da befindet. Und so kam ich auf den Titel Seelenrausch. Du gibst deinen Texten ja wahnsinnig viel Tiefgang. Das ist ja eigentlich eher ungewöhnlich für Schlager. Warum war dir das aber so wichtig? Udo Jürgens war ein großes Vorbild für mich. Der hat es immer verstanden. Immer wieder in seiner Musik, die er für mich Aufschlager war, Texte mit Tiefgang zu schreiben. Wir kennen viele Songs von den 5 Minuten vor 12 oder auch Griechischer Wein. Das sind alles Songs, die irrsinnig erfolgreich waren, aber einen ernsten Hintergrund eigentlich haben oder einen Tiefgang haben und trotzdem in einer Leichtigkeit von musikalischem Arrangement basiert sind, die dann viele erreicht haben, also viele Herzen erreicht haben, hat der Song, weil er es verstanden hat, das Schlagerpublikum auch mit diesen ernsteren Themen etwas sagen zu können. Und das ist genau das, was ich auch möchte. Ich möchte auch den Tiefgang benutzen, um mich auch ausdrücken zu können, weil ich denke, dass ich in einem Alter bin, wo man mir gewisse Botschaften, die ich weitergeben möchte, auch hat. Auch abwimmt, auf jeden Fall. Also da sind wirklich einige tolle Lieder dabei, die aber auch fast ausschließlich aus deiner Feder sind, ne, kann man sagen. Naja, ich sag mal so, es sind zwei ganz, ganz tolle Autoren dabei. Es ist Andrea Gutmann als Erste, die zwei Songs geschrieben hat für mich, von denen ich unglaublich begeistert war. Und Willi Ganz, da ist mein Gitarrist in der Band, der sich auch da eingebracht hat mit ein paar Songs und mitgearbeitet hat an Songs und Texten, die ich geschrieben habe. Und so ergänzen wir uns als Texterteam sehr, sehr gut und das seit vielen Jahren. Und das ist dann das Ergebnis, dass etwas rauskommt, das auch wirklich Tiefgang teilweise auch hat. Ja. Eine gute Teamarbeit auf jeden Fall. Genau, genau. Wir treffen uns ja jetzt hier auf der Couch. Uns ist ja nur ein richtiges Couchgespräch, wenn wir dann auch über deine Couch zu Hause sprechen. Ich nehme an, du hast eine Couch zu Hause? Wir hatten nicht, natürlich. Soll es ja geben. Ja, ne? Ich kann es nicht verstehen, aber ja. Hier, das ist ja eine relativ kleine Couch zugegebenermaßen. Wie sieht es bei dir zu Hause aus? Hast du eher eine riesig große Wohnlandschaft oder auch eher so eine kleine? Eine etwas größere wie hier. Und mit einem tollen Fernseher vor der Couch. Und wenn ich mich ab und zu entspannen möchte, dann schaue ich mich mit Karin meistens einen Film an. Kommt selten vor. Wir sitzen lieber in so Sommerzeiten draußen auf der Terrasse und genießen unsere Terrasse und den Abend. Und wenn es mal regnet, okay, dann verbringen wir natürlich die Zeit auch auf der Couch, um einfach nur zu relaxen und einfach die Stunden zu vergehen zu lassen. Bist du eher ein Couchsitzer oder ein Couchlieger? Ein Lieger. Also wenn eine Couch ist zum Sitzen, so wie heute, müssen wir sitzen, sonst mache ich es mir richtig gemütlich. Ja. Also hast du so eine richtig tiefe Couch, wo man vorne die Füße hoch und dann geht's los. Das muss richtig so sein. Du hast eben schon erwähnt, wenn du mit Karin zusammen auf der Couch liegst, dann in dem Fall, dann schaut ihr gerne Fernsehen. Bist du eher so ein Serientyp oder eher Filmer? Ich bin kein Serientyp, weil ich nie die Zeit habe, eine Serie fertig zu schauen. Es dauert unendlich lang, bis ich dann wieder mal Zeit habe, die nächste Folge anzuschauen. Und deswegen schaue ich gerne Filme an, die einen Anfang und einen Schluss haben.
und da ist es erledigt. Wenn ihr zusammen auf der Couch liegt, was gibt's dann bei euch zum Naschen? Eher süß oder eher salzig? Beides. Oder gesund? Beides. Nur gesund selten. Das ist sehr schlecht für die Figur. Es gibt meistens süßes Zeug und wir versuchen, oder es ist eine Katastrophe, wir versuchen natürlich nichts Süßes zu essen und wenn, dann gehe ich ans Kästchen, wo ich weiß, dass die Süßigkeiten drinnen sind und wenn da eine Schokolade drin liegt, dann nehme ich eine Zeile runter und gehe dann wieder rüber. Anstatt ich sie gleich mitnehmen würde und sie vernaschen würde, tue ich nicht. Ich gehe lieber 10-mal rüber, weil ich immer wieder denke. Aber es nein, ist ja nur eine, auch vielleicht noch eine und dann soll noch mal rübergehen, okay, und irgendwann ist sie weg und dann denke ich mir, was tue ich mir eigentlich da für einen Stress an? Jetzt ist sie gleich mitgenommen. Aber es ist ja auch irgendwie Sport, ne? Wenn man ja, eben, man aktiviert sich. Hin und her läuft. Die Lust aktiviert. Und was gibt es bei euch zum Trinken dazu? Ah, wir trinken gerne ein Glas Wein. Ja, also ihr macht das schon? Wir lieben Wein, Karin und ich lieben Wein. Sie ist auch Sommelier, sie kennt sich gut aus bei Weinen. Und da lässt sich immer was Gutes einfallen und dann trinkt man ein Glas Wein und das ist ein schöner Abend dann wird, ja. Wie geht's jetzt für dich weiter? Du wirst wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr so viel Zeit haben, zu Hause auf der Couch zu liegen und Fernsehen zu gucken. Also es geht jetzt richtig. Ich hoffe, das ändert sich wieder. Wir haben ja 1,5 Jahre jetzt nur zu Hause verbracht und sind froh, wenn es endlich wieder losgeht, dass wir da Konzerte spielen können, rausgehen können, Urlaub machen können, uneingeschränkt, ohne Masken. Es geht eigentlich schon so auf die Nerven, was diese lange Zeit, mittlerweile 1,5 Jahre, ich glaube, alle wollen nur mal rausgehen und irgendwie das Leben genießen, auch wir, und hoffen, dass es bald soweit ist. Also hast du das schon richtig vermisst, auch auf der Bühne? Ja, natürlich, wer nicht. Also 1,5 Jahre Bühnenabstinenz, das hatte ich noch nie. Ich stehe 40 Jahre auf der Bühne und jetzt seit 1,5 Jahren zu Hause. Keinen Kontakt mehr zu den Fans von Auge zu Auge zu haben, ist schrecklich. Hat dich das auch noch mal so ein bisschen geerdet, dass du mal so eine gewisse Zeit zu Hause sein musstest, als ihr dann nachher auch genesen wart und die Zeit dann zu Hause, konntet ihr sie genießen oder eher nicht? Naja, anfangs haben wir uns gedacht, okay, machen wir mal 3 Monate nichts. Ist einmal so, wenn man 40 Jahre auf der Bühne steht, dann denkt man uns, okay, ist einmal gut, vielleicht ist das ganz recht und so. Dann dauert es 6 Monate, dann 9 Monate, ein ganzes Jahr und dann wird es irgendwie lästig. Was haben wir getan? Wir haben, was viele andere auch gemacht haben, wir haben renoviert, wir haben hier und da Arbeiten erledigt, die wir schon alle mal machen wollten und immer verschoben haben. Wir haben Gemüsegarten angepflanzt, was wir auch nie gemacht haben, weil wir nie zu Hause waren. Die Alternative zu der Schokolade, genau. Die ständig verschwindet. Und um uns zu aktivieren, um die Zeit irgendwie vergehen zu lassen. Aber es ist halt irgendwann doch zu lange und jetzt dauert es wirklich schon zu lange. Wir alle haben von diesen Coronavirus so die Schnauze voll und wollen eigentlich nur mal raus und das Leben wieder genießen. Wie groß war jetzt die Sehnsucht, endlich dieses Album zu veröffentlichen? Also du hast es ja ganz lange zurückgehalten. 1,5 Jahre wartet es jetzt bei mir zu Hause, liegt es im Archiv und will veröffentlicht werden. Und immer hat es was gegeben seit voriges Jahr, April 2020, dass wir es immer wieder verschoben haben. Ich bin so froh, dass es jetzt endlich draußen ist und die Fans es hören können. Wird es eine Tour geben? Wahrscheinlich wird es erst 2023 möglich sein, weil für nächstes Jahr ist alles belegt, alles ist verschoben. Was heuer hätte passieren sollen, ist auf nächstes Jahr verschoben worden. Wir werden viele Konzerte geben, aber eine Tour auf den Namen Seelenrausch wird es wahrscheinlich erst 2023 geben. Dann freuen wir uns doch auf 2023. Aber jetzt genießen wir natürlich auch erstmal hier das wunderschöne Album. Also es sind super tolle Songs drauf zum Mitsingen und wirklich auch tiefgründig. Also es lohnt sich, genau hinzuhören auch bei den Texten. Ja. Nicht nur abzufeiern, sondern auch tatsächlich. Ja. Genau, es ist alles drauf. Alle Facetten des Lebens sind da drauf. Einmal ist das lustig, frech, dann wieder zum Nachdenken. Es ist alles dabei. Alles dabei. Lohnt sich auf jeden Fall, es sich anzuhören, zuzulegen. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg mit dem Album und auf alles, was kommt, alles Gute. Dankeschön. Schön, dass ihr dabei wart.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Schlagerparadies. Oh yeah, yeah. Hier fühle ich mich wohl.